Hallo und herzlich willkommen auf Unboxing Sartox. Peppermint hat mir freundlicherweise das dritte und vorletzte Volume zu der Serie Seven Deadly Sins zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Und wir befreien erstmal das gute Stück von der Folie. So nochmal. Ja. Zu Peppermint Anime wird ja dann auch ein Interview folgen, oder vielleicht ist es, wenn ich das Video mit dem Unboxing hier schon veröffentliche, schon online auf meinem anderen Kanal. Dann findet ihr natürlich einen Link in der Videobeschreibung. Und ansonsten findet ihr so nur einen Link zu dem anderen Kanal halt. Ja, hier rum geht's. Volume 3, Episoden 18 bis 13 bis 18. Ganz ruhig. Sprachen sind Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch. Ton ist 2.0, Laufzeit 150 Minuten, Format 16 zu 9. Ja, 1080p halt. Als Bonus ist das Clean Opening mit dabei. Und so sieht das Ganze aus. Ziemlich grün diesmal. Und so sieht das Ganze aufgeklappt aus. Und drin haben wir dann nur die Scheibe mit dem süßen kleinen Schweinchen. Ja, und das war's auch schon. Dahinter ist ja nur das Wendecover. Ach, ich hol's mal raus. Ohne den FSK-Flatschen, wobei der bei den grünen Design ja eigentlich gar nicht so sehr auffällt. Ja, die anderen zwei Volumes packe ich euch mal in die Videobeschreibung. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.